Und oben steht bereit Kaiser Mäckereinen. Das ist so eine der Gegnerinnen im Kampf um den vierten Platz im Gesamtweltcup gegen Laura Dahlmeier und auch Franziska Hildebrandt. Kaiser Mäckereinen ist da. Vierte im Gesamtweltcup. Zwei Siege in dieser Saison. In Pokljuka hat sie den Sprint gewonnen. Und bei 6 Minuten 25 hat sie sich hingekniet. Mal als Richtwert für alle anderen Athletinnen und für die Zuschauer zu Hause, dass man die Zeit etwas einschätzen kann. Weit aufgerissen, ja, das Auge. Ganz starr der Blick, ohne Wimpernschlag. Und da ist der Beweis, sauberes Trefferbild. So, und Marta Olsbühl, die geht jetzt hier in Führung. 10 Sekunden, ihr Vorsprung von Dorothea Wierer und der Französin Preissage. Laura Dahlmeier auf Rang 13, 1,33 ihr Rückstand. Das ist richtig bitter, auch wirklich im Hinblick auf die Verfolgung dann übermorgen. Wenn sie jetzt hier trifft, dann wird er noch größer, dieser Rückstand. Silvis Olimdahl, auch eine Staffelweltmeisterin oben. Und Kaiser Mäckereinen jetzt mit Fehler. Also Strafrunde für die beiden. Gleichermaßen müssen sie da weg abbiegen nach rechts. Und unsere drei Deutschen nach dem Liegenschießen sind alle auf 15. Sekunden gleich. Für Franziska Hildebrandt, 9. Rang im Moment. Kaiser Mäckereinen in Richtung Ziel. Ja, und vielleicht ist das ja auch ein Vorteil für Miriam Gössner, dass sie eben die Rennen nicht in den Beinen hatte, wie all diese Athletinnen, die bei den Weltmeisterschaften am Start waren. Kaiser Mäckereinen, also die neue Führende vor Marta Olsbühl aus Norwegen. Ganz starker Auftritt. Und hier haben wir im Zielbereich die beiden Führenden im Moment, Kaiser Mäckereinen und Gabriela Sukalova. Das ist das Bild. Trotz des einen Fehlers läuferisch ganz stark die Finnen heute vor Gabriela Sukalova und Marta Olsbühl. Dame hier ganz vorne in Führung. Gratulation zum Sieg bei Nils Kaben, bitte. Ja, und sie hat gerade gesagt, wir sollen mal noch vorsichtig sein mit dem Gratulieren. Erst wenn alle im Ziel sind, glaubt sie so richtig. Wir versuchen es trotzdem. Congratulations. Even if you said we should wait a little bit with saying the congratulations. Are you afraid that there's somebody coming to pass? Hat sie Angst, dass da noch jemand vorbeiziehen könnte? I don't really remember the start list, if there were any fast skiers and who started in the finish. But I think it's fair that we wait everybody before we celebrate. Sie sagt, sie hat die Startliste nicht mehr genau im Kopf, aber es gehört sich natürlich so. Es ist fair, wenn wir warten, bis alle im Ziel sind. Aren't you any tired because of the stress of the World Championships, the traveling to Siberia? Are you really fit? Gar nicht ein bisschen müde nach der langen Reise, nach den anstrengenden Weltmeisterschaften? Of course, the first days were much harder, but today I felt quite okay. But actually, I'm a little bit surprised of the time differences because I didn't feel so strong today. But it was a good skis and a good feeling anyway. Thank you very much and congratulations for an amazing race. Ja, sie sagte, sie ist auch ein bisschen überrascht über die Zeitunterschiede. Sie hat sich gar nicht so schnell gefühlt, aber offensichtlich, sagt sie, hätte sie auch wieder mal sehr, sehr gute Ski gehabt. Sprint, Marta Olsbühl zum ersten Mal auf dem Podest gewesen und Preissage zum ersten Mal eine vierte Position geschafft. Los geht's, Mäckereinen ist also die Erste, die raus ist, 3 Sekunden dahinter nur Gabriela Sokalova. Heute die Bedingungen überraschend gut, relativ wenig Wind, was natürlich die Athleten so lieber haben, als Chanti in der Vergangenheit oft mal mit viel Wind, von viel Wind geprägt. Sollte also heute beherrschbar sein. Machen wir nochmal den bildlichen Beleg. Kaiser Mäckereinen also, Marta Olsbühl und Gabriela Sukalova. So, der erste Fehler bei Gabriela Sukalova. Auch Mäckereinen muss in die Strafrunde. Die Norwegerin, die haut jetzt ab.
Die geht jetzt vorne weg und das gleich mit einem richtig guten Vorsprung. Die beiden Damen handeln sich gut 20 Sekunden in der Strafrunde ein. Also 2, 4, 6 Athletinnen vorne ganz, ganz eng beieinander. Alle Spitzenkräfte der Saison mit dabei. Meckereinen, Vira, Sukalova, Dorin, Aber. Da haben wir es nochmal aus einer anderen Perspektive. Auch Marie-Dorin Aber muss da kurz anhalten. Ja, das tut weh. Das kann wehtun, wenn du aus der Schulter gerissen wirst, sozusagen Dorothea Vira. Man muss stehen bleiben. Es ist unangenehm und bei solchen Aktionen kann auch mal der Stock da unten brechen. Aber es ist natürlich keine Absicht. Und scheint auch alles gut gegangen zu sein. Material ist okay. Und jetzt gibt es hier ein spannendes nächstes Duell, diesmal im stehenden Anschlag. So, jetzt gibt es hier vermehrt gelbe Punkte. Sukalova noch ohne, auch Dorin Aber, die beiden Führenden im Gesamtweltcup. Gleichermaßen die Französin und Gabriela Sukalova gehen hier gemeinsam raus. Die direkten Konkurrentinnen müssen in die Runde das Entscheidende schießen. Jetzt kann sie es schon klar machen, wenn sie hier gut durchkommt, Gabriela Sukalova, dann sollte nichts mehr passieren. Für sie gilt jetzt sicher bloß nicht dran denken. Ausschalten, abschalten, sich konzentrieren auf diese 5 Scheiben. Es sind die ganz wichtigen in ihrer Karriere. Fehler Dorin Aber, Vorteil Sukalova. Ja, und sie gehen gemeinsam raus. Und ich sag mal, das sollte ihr reichen, Gabriela Sukalova. Das sollte ihr reichen im direkten Vergleich zu Marie Dorin Aber. Da wird sie mitkommen. Und jetzt geht es hier darum, noch Anschluss zu halten. Olsby mit Fehler. Preuß kommt gut durch. Ja, stark. Gutes Schießen. Sehr stark von Franziska Preuß. Vira geht mit. Auch Meckereinen. Das sind natürlich ganz, ganz starke Konkurrenten. Preuß muss in die Strafrunde. Das ist mal eine letzte Runde jetzt mit 6 Athletinnen. Kaiser Meckereinen ist da vorbeigegangen an allen nach dem Sieg im Sprint, auch heute in der Verfolgung nicht zu halten. Gabriela Sukalova vor der Französin, dann Vira, dann Preuß. Wer springt aufs Podest? Meckereinen ist weg. Ja, sie ist zu stark, sie ist in einer enormen läuferischen Verfassung. Birkeland muss abreißen lassen, also da glaube ich, die wird keine Rolle mehr spielen. Franziska Preuß mit gutem Material. Vielleicht kann sie noch irgendwo was machen. Da kommt Meckereinen ganz vorne und dann die Vierergruppe hinten dran. Ja, jetzt geht es hier auf diese kleine Kuppe hoch zur Zwischenzeit. Und dann kommt dieses lange Abfahrts- und Gleitstück. Während vorne unaufhaltsam Kaiser Meckereinen, die 33-jährige Finnin, ihrem 19. Weltcupsieg entgegenstrebt auf dieser letzten kurzen Runde. 2 Kilometer sind es ja nur. Da heißt es jetzt nochmal volle Power. So, jetzt geht sie raus aus dem Windschatten. Das macht aber auch Marie-Dorin Aber. Schlittschuhschritt vorbei an Sukalova. Eine rechts, eine links. Jetzt gilt es, sich eine gute Ausgangsposition für den kommenden Anstieg zu schaffen. Denn der ist ja eine lange Rechtskurve. Und da musst du vorne innen sein. So, jetzt hängt sie dran. Jetzt, naja, jetzt wollte sie links vorbei, dann doch eher rechts. Hat sie ein bisschen Tempo verloren, glaube ich. Und Meckereinen vorne nicht aufhalten lassen. Gratulation an die Finnen. Starkes Rennen von ihr. Und hier haben wir Vira, Sukalova und Franziska Preuß. Ja, Vira ist etwas müde, lässt aber live taktisch absolut geschickt. Sie hat das gewusst. Ja, ja, ja. Sie macht das richtig gut. Dorin Aber hat sich hier absetzen können von dieser Gruppe. Das haben Sie gesehen. Die ist auf 2 davon. Boah, die saugt sich jetzt nochmal an Meckereinen. Jetzt kurz schaut sie sich um, wer da hinten noch kommt. Und hinten ist der Sprint um den letzten Podestplatz. Meckereinen vor Dorin Aber. Franziska Preuß kann es nicht schaffen, kann es nicht schaffen. Dorothea Vira auf 3. Toller Kampf. Gabriela Sukalova, gratulieren wir zum Weltcup-Gesamtsieg in dieser Saison. Stand genau, Kaiser Meckereinen, also 19. Weltcupsieg
vor Marie-Doran Aubert und Dorothea Avira. Auf Platz 4 heute nicht auf dem Podest, aber mit dem größten Triumph ihrer Karriere, Gabriela Sokalova.